Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Football-Manager-Karriere mit der TSG Hoffenheim. Heute die nächste Folge, die Transferphase, ne, Wintertransferphase im Januar. Die ist abgeschlossen, das habe ich jetzt gerade schon beendet, ist gar nichts passiert, also da habt ihr gar nichts verpasst. Und jetzt geht's weiter mit der Liga. Wir schauen uns mal die letzten Spiele an, bevor wir uns auf diese Folge konzentrieren. Bisher 3 Spiele im neuen Jahr, Bochum, Wolfsburg, Leipzig, da haben wir 4 Punkte geholt, zu Hause noch ungeschlagen, auswärts noch ohne Punkt. Das soll möglichst anders werden, aber wir haben wieder 2 Heimspiele in dieser Folge, und zwar gegen Mainz und gegen die Bayern. Das wird natürlich nicht einfach, vor allem gegen Bayern. Und dazu spielen wir in Leverkusen beim nur Tabellen 15. Die kriseln durch diese Bundesliga-Saison, spielen komplett unter ihren Erwartungen. Mainz dagegen, unser erster Gegner, würde ich sogar sagen, ein bisschen vielleicht über ihren Erwartungen. Die sind Achter, sind ein Platz vor uns, also ein richtig wichtiges Spiel jetzt hier, ne? Wenn wir das verlieren, dann sieht es schon wieder echt nicht gut aus. Und die Personalsituation, die sieht auch nicht gut aus. Bröme, Stach sind gelb gesperrt. Savio ist noch lange, lange verletzt. Er wird noch ein paar Wochen ausfallen. Das ist nicht optimal, absolut nicht. Und trotzdem glaube ich, dass wir hier eine Mannschaft haben, die dieses Spiel trotzdem gewinnen kann. Ich denke, das ist ganz klar, das muss man auch mal so sagen. Wir haben eine gute Mannschaft, die auch so hier zu Hause gewinnen kann. Heimspiele sind wir immer gut, da können wir immer was nehmen oder mitnehmen. Auch jetzt hier gegen Mainz. Aber erstmal kommt Mainz per Freistoß erstmal rausgeköpft, und dann ist da Loco da und Chae-Sung Lee am Langpfosten. Erster Torschuss nach ca. 5 Minuten. Mainz geht in Führung, machen sie gut, verteidigen wir aber auch wirklich sehr, sehr schwach. 1-0 Mainz. Jetzt haben wir immer einen Freistoß, allerdings deutlich weiter hinten. Kasadai, Berisha. Wieder Kasadai, Antwiatche verliert den Ball, das geht viel zu leicht. Dagegen Wiedmer, Mainz spielt's gut und schnell hinten raus, und wir rennen nur hinterher. Burkhardt ist durch und Baumann rettet uns vom frühen 0-2. Was ist denn hier los? Hier geht ja bisher gar nichts. Ecke für Mainz, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der zweiten Halbzeit, aber hier geht, also ich weiß nicht, was die mit uns machen, aber das ist komplett geisteskrank. Wir kommen gar nicht ins Spiel, haben jetzt mal einen Abschuss gehabt vor ein paar Minuten. War auch überhaupt nicht gefährlich. Wir haben jetzt mal einen Ball, aber so wie ich uns hier kenne, wird der eh gleich wieder weg sein. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Wir holen uns ins wieder, aber verlieren ihn auch wieder. Das ist ja Wahnsinn. Wir spielen ja wie eine Regionalligamannschaft. Wie ein Kreisliges vielleicht sogar. Das ist ja einfach nur scheiße. Ecke wieder Mainz und Burkhardt in die Arme von Olli Baumann. Das ist, boah. Als Fan würde ich hier gehen. Da hätte ich keinen Bock mehr drauf. Das ist ja, also nee. Wirklich, da muss man ganz ehrlich sein, in so einem wichtigen direkten Duell, so eine Leistung hier. Boah, das tut richtig weh. Eckball für uns. Bischof bringt ihn rein. Erstmal rausgeköpft. Wieder Bischof. Und dann ist Berisha da. Das war die große Möglichkeit hier aus dem Nichts zum Ausgleich. Benutzen sie leider nicht. Wieder Ecke. Wieder Bischof. Und jetzt gibt's gelb für Itakura. Ich dachte kurz Elfmeter. Aber Itakura war da mit der Hand anscheinend am Ball. Eckball auf der anderen Seite, Chae-Sung Lee. Das hat uns doch überhaupt keinen Schwung irgendwie gegeben. Und jetzt ist das Spiel entschieden. Maxim Leitch, 2-0. Ich sehe nicht, wie wir hier noch irgendwie zurückkommen sollen. Es ist eine absolute Enttäuschung. Da müssen wir eigentlich den Fans hier das Ticket irgendwie zurückerstatten. Weil das, also das kannst du ja keinem zeigen hier. Das ist ja absolut peinlich im Duell 8 gegen 9. In einem Heimspiel. Lassen wir uns herspielen. Wie sonst was. Komplett geisteskrank. Natürlich hochverdienter Sieg für Mainz. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und für uns, ja, wir müssen gar nicht von Europa reden mit solchen Leistungen. Da müssen wir eher gucken, dass wir nicht nochmal unten reinrutschen. So, wir haben aber, und das gehört auch dazu, im Moment wirklich auch ein bisschen Pech hier mit den Verletzungen. Zum Glück sind Brömel und Stach jetzt auf jeden Fall wieder fit. Leider sieht das hier jetzt mehr gegen Berisha fällt aus. Dafür muss Maxi Bayer vorne rein. Savio ja, wie gesagt, auch noch. Also, ja, 2 wichtige Spieler fehlen dazu. Smolcic, der Ersatz-IV, ist natürlich auch nicht so unwichtig, ne? Könnte man auch mal brauchen, vielleicht dann von der Bank. Ist auch nicht dabei. Und ansonsten, ja, müssen wir gucken, ne? Jetzt in Leverkusen, wie gesagt, die spielen auch keine gute Saison. Wir sind aber auch gar nicht gut drauf. Spielerisch ist das in den letzten Wochen echt gar nichts, nachdem die Hinrunde eigentlich richtig gut war spielerisch. Habe ich mich richtig gefreut drüber, dass wir uns da echt weiterentwickelt hatten im Vergleich zur Vorsaison. Und jetzt geht im Moment wirklich gar nichts. Vielleicht ändert sich da jetzt hier alles in Leverkusen. Wir haben den Ball über Miranda und Sildia. Dann Stach. Klasse Ball. Antwiatche. Bayer 1-0. Kein Abseits. Ich dachte erst, dass Bayer am Abseits steht. Aber nein. Wir gehen in Führung. Und das ist nicht wirklich verdient. Aber man kann auch nicht von unverdient sprechen. Bisher ist kaum was passiert. Wir hatten einen ungefährlichen Abschluss. Und jetzt nutzen wir hier diese Riesenmöglichkeit aus. Guter Angriff von uns. Wir gehen in Führung.
Defensiv ist es bisher sehr stark. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt genauso hier weitergeht. Jetzt Leverkusen mal im Ballbesitz. Hintenrum nochmal über Radetzky spielen sie es. Dann Tapsoba, Tah. Oh, das spielen sie schnell. Aber wir sind da mit Antwi Achey. Flanke kommt. Radetzky allerdings da ohne Probleme. Und wieder der Ballverlust. Kramaric, Bayer, Bayer, 2-0. Maximilian Bayer. Wir sind eiskalt vor dem Tor. Nutzen die Fehler von Leverkusen aus wie sonst was. Und erhöhen in Minute 32. Leverkusen steht neben sich in dieser Saison. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut in diesem Spiel. So viele Fehler. Das kennt man sonst eigentlich nur von uns. Und wir nutzen das eben aus mit 3 Schüssen. Jetzt mit 4 Schüssen, 2 Tore. Leverkusen hat gar nichts offensiv. Das ist sehr gut, dass wir hier hinten bisher in der Abwehr veranstalten. Ich wechsle einfach mal gar nicht. Will hier jetzt nichts irgendwie da umändern. Und ja, jetzt heißt es hier diesen Sieg nach Hause bringen. Aber Leverkusen hat gleich mal Ballbesitz. Wirtz, Andrich, Tah, Tapsoba und dann nochmal hintenrum über Lukas Radetzky. Tapsoba. Na klar, Leverkusen will jetzt natürlich. Ne? Wird jetzt hier ordentlich Druck machen, wird hochpressen. Und wir dürfen uns davon jetzt nicht irgendwie unterkriegen lassen. Wir müssen unser Ding hier weiter durchziehen. Das spielen sie sehr, sehr gut über Wirtz. Und das ist ein klasse Ball. Loschek. Und jetzt steht 2-1. Nur 6 Minuten dauert es. Leverkusen nutzt gleich ihren ersten Torschuss. Das ist halt auch bitter, ne? Wie gegen Mainz. Die haben auch gleich den ersten Schuss genutzt. Und jetzt wird das hier wieder eng. Eckball. Kramaric springt den rein. Erstmal geklärt. Kolej. Mit Zildia. Und wieder Kramaric. Kasadai. Der schießt ganz knapp leider drüber. Leverkusen Ballbesitz mit Grimaldo. Oh, klasse. Von Antwi Achey. Der holt sich den Ball. Und dann ist Radetzky da am kurzen Pfosten da. Wir bleiben nochmal dran. Nee, doch nicht. Alles gut. Aber jetzt sind wir wieder dabei mit Andrich. Wir holen uns erstmal den Ball, aber Antwi Achey kloppt die nur nach vorne. Das ist dann natürlich kein Problem für Tapsoba, sich den dort zu holen. Hincapier mit Grimaldo. Wir haben nicht viel zugelassen in den letzten Minuten. Also gar nichts, ne? Bis auf das Tor natürlich. Aber seitdem machen wir es hinten weiterhin richtig gut. Und es wäre bitter, wenn wir jetzt hier den Ausgleich kassieren. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. Hofmann wird's, kommt nicht ran. Und jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Nee, Bayer, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Denn jetzt steht es 2-2. Ach Mann, Alter. Bayer verliert den Ball. Das müssen wir besser ausspielen. Das war eine gute Kontermöglichkeit. So viele. Hier muss er gleich rüberlegen. Ich glaube, für Kramaric ist es dann. Und dann macht es Leverkusen schnell. Und wir passen mal wieder gar nicht auf im Zentrum. Sildia ist eigentlich bei Wirtz. Und geht einfach nicht weiter mit. Und jetzt steht es 2-2. Und das Spiel ist auf den Kopf gestellt. 2 Abschlüsse für Leverkusen, 2 Tore. Ist das bitter. Und wir verlieren den Ball gleich wieder. Nee, Stach ist nochmal da. Kasadai, Kramaric. Kramaric! Wir gehen wieder in Führung. Wahnsinn. 3-2. Wir führen wieder. Und jetzt müssen wir das doch bitte über die Zeit bekommen. Wir sind in Minute 88. Wir bleiben jetzt live dabei. Der Einwurf. Akpoguma mit der Flanke. Leverkusen klärt erstmal wieder. Akpoguma wieder Flanke. Und dann Mürstedt. Dann ist es Mürstedt mit dem 4-2. Unser eigener Mann oder der Mann aus unserer eigenen Jugend macht hier das hoffentlich entscheidende Tor. 4-2 in der 89. Das ist ein verdienter Auswärtssieg. Ich glaube, das kann man sagen. Sehr gute Leistung von uns. Das ist auf jeden Fall eine Reaktion auf das Mainz-Spiel. Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt geht es gleich zum Abschlusserfolge noch gegen den Tabellendritten, gegen den FC Bayern. Die haben gerade 2-0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Also wird nicht einfach, ne? Das ist ein sehr enges Titelrennen. Die brauchen jeden Punkt da vorne, die Bayern. Und gegen uns wollen sie natürlich auch gewinnen. Ist das bitter. Man sieht's hier, Kader Schabek und Miranda. Beide mit einer Gelbstrafe. Fallen beide aus gegen Bayern. Bedeutet, unsere Außenverteidiger-Positionen sind da komplett unbesetzt. Das kann nicht sein. Im Moment trifft uns das wirklich hart. Immerhin... Ja, kommt dann auch so langsam Savio mal wieder zurück. Der wird zwar auch noch nicht spielen können. Aber uns fehlen jetzt wirklich 5 wichtige Leute, ne? 4 Stammspieler dazu, ein guter Ersatzspieler. Das ist echt mega bitter. Das ist die Mannschaft. Arg ersatzgeschwächt. Akpoguma und Jon bekommen die Chancen auf Außen. Nee, ich tu mal Justvan rein. Der ist dann noch ein bisschen besser vielleicht auf Außen. Und ansonsten, ja, müssen wir gucken, was hier geht, ne? Das sind natürlich jetzt Erwartungen nicht besonders hoch, aber trotzdem... Will ich, dass wir einfach alles versuchen, dass wir uns da wirklich rein fight in dieses Spiel. Es ist vor unseren eigenen Fans, wir dürfen uns hier gar nicht ergeben oder so, das auf gar keinen Fall. Sondern einfach mal schauen, was geht und ja, dann das Beste hier mitnehmen. So, wir haben gerade die 2. Halbzeit gestartet, es stand 1-1 zur Pause. Das ist komplett unverdient, müssen wir gar nicht drüber reden, Bayern ist klar überlegen. Wir haben aber lange geführt, deshalb war es dann schon so ein bisschen bitter, noch kurz vor der Pause da den Ausgleich zu bekommen.
Und jetzt zweite Halbzeit machen wir es bisher echt gut, ne? Ein paar Abschlüsse hier von uns, also das kann sich schon sehen lassen. Und jetzt ist Schluss, wie in der letzten Folge, auch in dieser hier 4 Punkte in allen 3 Spielen. Das ist aufgrund der Gegner okay, ne? Gegen Mainz hast du trotzdem bitter, aber das hier ist natürlich richtig stark. Ein Punkt gegen die Bayern zu holen, klar, es ist unverdient, das sehe ich selber, das müsst ihr mir nicht sagen, das, ja, ist auch so. Und trotzdem finde ich gerade die zweite Halbzeit war nochmal eine kleine Verbesserung. In der ersten haben wir schon echt deutlich hinterhergehangen, aber zweite Halbzeit haben wir uns auch mehr rausgespielt, hatten mehr Chancen. Und nehmen am Ende hier den Punkt mit, den nehmen wir sehr, sehr gerne mit unserer aktuellen Personalsituation, glaube ich. Ist das richtig, richtig stark, hier gegen die Bayern zu Hause einen Punkt mitzunehmen. Das kann sich immer sehen lassen. Die Tabelle, ihr seht, es bleibt weiterhin mega eng. Uns fehlen nur 2 Punkte auf Rang 6. Und gleichzeitig sind wir aber auch nur 4 Punkte vor der 14. Also da kann wirklich so viel möglich sein. Innerhalb von 2 Spielen kann man da, ja, 4 Plätze gut machen, aber eben auch mal 4 Plätze verlieren, ne? Das muss man auch mal sagen. Also es bleibt eng, es geht weiter spannend zu in dieser Liga. Europa ist weiter drin, Abstieg natürlich nicht, ne? Bochum, HSV, Nürnberg sind da viel zu weit weg. Aber ab bis Platz 6, sag ich, ist alles drin. Selbst Wolfsburg, wenn die so ein bisschen schwächeln, könnte da auch noch was gehen. Und der FC Augsburg, wirklich Hut ab vor dieser Saison. Ich weiß nicht, was sie genommen haben, aber die stehen da oben komplett zurecht. Die spielen richtig geilen Fußball. Haben jetzt auch gerade 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Also wirklich richtig, richtig stark, was der FC Augsburg macht. Leipzig dann jetzt Tabellenführer, noch 12 Spiele sind zu gehen. Das bedeutet, wenn man das ein bisschen jetzt ausrechnen kann, noch 4 Folgen mit jeweils 3 Spielen in dieser Saison. Und dann ist auch diese zweite Saison hier schon wieder zu Ende. Geht natürlich dann noch weiter danach, ne? Das ist ganz klar. Und dann würde ich sagen, lasst gerne Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat heute. Aktiviert auch die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.